Glaubst du, dass jetzt nach dem monatelangen einsamen Stubengehocke und der sozialen Isolation die Verkäufe von furchtbar knappen Outfits durch die Decke gegangen sind? Und wenn nicht, warum? Denn wenn es nach mir gehen würde, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe dieses unbedingte Bedürfnis, mich der neu erwachten Welt zu zeigen. Mit Haut. Ein bisschen nackig. Ich möchte nicht mehr andauernd an meinen Ruf denken oder so. Irgendwelche sozialen Vorstellungen davon, was geht und was nicht geht. Nein, aus damit. Einfach das anhaben, was man will, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Motten. Motten gibt es überall in meiner Wohnung. Heute wollte ich eine totschlagen. Bisschen dickeren Ring getragen, dann Amethyst drin. Mir ist der Stein aus der Fassung gefallen, am Boden zersplittert. Aber mein Vater war ja Schneidermeister. Herren- und Damenmode, Mäntel und so weiter. Und ich habe ihn einmal gebeten, mir eine Twist-Hose zu schneidern lassen. Das ist so eine Hose mit relativ kurzem Schnitt, nur geht nur so bis zu den Hüften, an den Beinen ein bisschen ausgestellt, ist eh jetzt schon wieder in Mode, es wiederholt sich ja dann alles. Und das war was Besonderes. Vor ein paar Jahren habe ich im Geschäft von der Claudia Skoda so eine Fotografie gesehen. Von Daniel Josefsson, so hieß der Fotograf. Und darauf ist zu sehen, so ein Jüngling, so ein barfüßiger Puerto Ricaner, wie am Pferd sitzt und ein bisschen Unkraut in der Hand hält. Aber dieses Teil, das er trägt, diesen Pullover, pink und grün und dieser Farbverlauf, wild, wirklich, noch nie gesehen so etwas. Ich habe dieses Bild gesehen und ich habe mir gedacht, diesen Pullover brauche ich. Ich hätte ihn mir auch selber gekauft, aber dann hat ihn mir meine Frau zum 42. Geburtstag geschenkt. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Meine Frau ist nicht mehr meine Frau. Aber dieser Pullover, der wird immer in meinem Herzen bleiben. Und der Pullover gehört vielleicht dazu, aber manchmal möchte ich halt eben so ein verrückteres Statement setzen. Nur wenn man etwas Unerwartetes anhat, wird der Abend auch unerwartet werden. Und ich weiß, es ist paradox, weil ich gebe gerne Statements ab. Aber ich möchte eigentlich nicht gerne ein Statement zurückhaben. Das wäre mir dann ein bisschen zu unangenehm oder zu oberflächlich in der Sekunde. Ich weiß natürlich, dass Mode nichts mit Oberflächlichkeit zu tun hat. Aber in der Sekunde kommt es mir dann seltsam vor. Ich ziehe mich dann eher in mich zurück. Ich komme damit nicht zurück. Wenn man Komplimente macht, dann für ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Oder eine Gesamterscheinung. Weil, also ein Kleidungsstück, es kann das schönste Kleidungsstück der Welt sein, aber wenn es im Kontext nicht passt, dann passt es nicht. Ich hatte mal einen Lover. Das ist schon ein bisschen her. Da war die Sache dann eh relativ schnell aus, als ich ihn angeschaut habe und mir gedacht habe, wer bist du und was machst du in meiner Wohnung? Und als ich mich dann selber im Spiegel angeschaut habe und mir dasselbe denken musste, da wusste ich dann, dass es auch wieder vorbei war. Aber ich habe ihm mein T-Shirt geklaut noch, bevor er gegangen ist. 10 Jahre später ihm dann den Diebstahl gebeichtet. Wir haben eh darüber gelacht, aber es... Ich habe mal gelesen, dass Menschen im viktorianischen England als Erinnerung eine Haarlocke in Form von Amuletten um ihren Hals getragen haben. Eine Haarlocke von ihren Liebsten. Und ich möchte meine Liebsten und auch meine ehemaligen Liebsten
Und eigentlich auch alle, die ich nur ganz ein bisschen geliebt habe. In Form von Kleidung und Stoffen und Textilien an meinem Körper spüren und weitertragen. Ich habe viel Sachen durch einfach liegen lassen verloren. Auf Partys und so. Einzelsachen. Fertig. Aber es hat mich nie wirklich gestört. Ich meine, es kommt und es geht. Es ist mir auch viel einfach zugeflogen, weißt du? Morgens beim Joggen finde ich Dinge oder im Hausflur habe ich mal eine Hose gefunden. Ich versuche, das Verlieren von Kleidungsstücken als Vorübung zu sehen. Zum Verlieren von Menschen. Ich hatte einen wirklich wahnsinnig wertvollen Ring. Aus Gold mit einem Saphir drinnen. Und vor kurzem ist eine gute Freundin von mir verstorben, Tabea Blumenschein. Und Jenny und ich haben sie aufgefunden im Haus, in dem sie kurz davor verstorben war. Und, Jenny hat früher viel mit Helmut Newton gearbeitet als Model. Und im Laufe des Tages habe ich diesen Ring verloren. Und ich habe das Jenny erzählt und sie daraufhin gemeint, dass sie auch ein wahnsinnig wertvollen Ring was verloren hat. An dem Tag, an dem Helmut gestorben ist. Lass es gehen. Als ob etwas dir sagt, was los? Lass es gehen. Thank you.
Wenn man meinen Stil als demokratisch bezeichnen möchte, ist das okay. Aber es ist so, er ist feminin, sehr feminin. Das ist mir auch wichtig. Übrigens auch bei Männern. Eine Frau muss für mich umwerfend aussehen. Also wenn sie sich traut, ihre Figur zu zeigen. Komischerweise sind es oft Transfrauen, die mich auf der Straße anlächeln. Die wissen ganz genau, dass ich sie in diesem Moment toll finde und strahlen zurück. Solche Sachen inspirieren mich dann total. Irgendwas macht mich da wach für Impulse, wo ich denke, für die würde ich auch gerne mal ein tolles Outfit machen. Ich genieße dann doch die Freiheit, die man hier hat. Ich denke mal, in Berlin kann man machen, was man will.